Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Munderhund. Wir haben das Rätsel gelöst. Die drei Scheiben stehen richtig. Jetzt müsste eigentlich das Tor aufgehen. Und es geht natürlich nicht auf. Kann uns Alegria vielleicht weiterhelfen? Ja, wir haben doch alles gemacht. Komisch. Wo ist denn der Typ? Scheiße, da hinten ist er. Gut, dann müssen wir jetzt doch nochmal überprüfen gehen. Ich dachte eigentlich, das klappt. Oder es hat doch noch was mit der Glocke da unten zu tun. Dass jetzt, wo alles richtig steht, wir vielleicht doch nochmal irgendwie an der Glocke ziehen müssen oder so. Ich meine, das Ding hier ist halt umgekippt, aber das können wir ja leider nicht ändern. Ich hoffe nur, dass der Typ uns jetzt nicht sieht. So, jetzt lasst nochmal überprüfen. Wir haben hier Nummer 1. Nummer 1 soll so aussehen. Würde ich sagen, ist richtig. Entschuldigung, falsche Taste. Wir gucken nochmal. Zacke geht von unten los. Genau. Also Nummer 1 passt definitiv. Dann warte mal, hier geht's. So, hier ist jetzt bloß nochmal die Reihenfolge. Ach, hätte ich früher mal umgeblättert. Aber mit dem hier hat es nichts zu tun, oder? Wird das noch dazu? Ich glaube nicht. Und das wüsste ich jetzt nicht, was das hier darstellen soll gerade. Aber ich glaube nicht. Irgendein Grund, dass das hier noch angezeichnet ist? Weiß es nicht. Ach Mist, ich dachte, wir haben es geschafft und können jetzt direkt in den Gipfel rein. Aber nein. Das Spiel ist nicht auf unserer Seite. Also mit dem umgekippten Mast können wir ja nicht viel machen. Was steht denn eigentlich im Quest-Tagebuch drin? Okay, mit Hilfe des Codes Brückentor öffnen. So, hier im Haus war Nummer 2. Nicht, dass es doch was damit zu tun hat, dass die Leitung da halt so verbuddelt ist, aber durchgebrochen war sie ja nicht. Hier haben wir Nummer 2. Nummer 2 soll so aussehen. Wir können ja nochmal dran drehen. Das definitiv nicht. Ah, Entschuldigung. Naja, da haben wir es wenigstens schnell gelöst. 3 Minuten haben wir vergeudet. Das war es aber auch. Dann das eine doch falsch. Und dann gehen wir halt jetzt hoch. Ist doch alles gar kein Problem. Ich glaube mal, dass das Vieh jetzt mittlerweile auch irgendwo da hinten sein müsste. Also dürfte uns gerade nicht in die Quere kommen. Gut, nee, es hat ja nichts mit dem Vieh zu tun. Au, oh, Steineregen. Nein. Nein. Weich aus. Links, rechts, 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 links, rechts. Danke. So. Oh, ich glaube, jetzt wird es langsam echt spannend. Zumindest haben wir schon mal einen Speicherpunkt. Soll ich jetzt einfach durchrennen? Ich glaube, wir müssen uns dann einfach mal kurz unterstellen und warten, bis wir uns wieder aufgeheilt haben. Ich denke mal fast, dass das der Plan ist. Was steht da hinten? Ach du Scheiße, ich glaube, da hat jemand gar keinen Bock, dass wir ihn besuchen. Es wird auch echt düster gerade. Au. Au. Ja, herzlich willkommen in der Höhle des Gipfels des Munderhunds. Hier soll eigentlich der alte Mann gefangen sein, aber wie wir gemerkt haben, kann er aus
seinem Kerker raustreten und Unheil über diesen Ort bringen. Ich nehme mal die Laterne in die Hand. Da war ja auch irgendwas drin, was uns vor Gegnern schützt. Hatten wir ja zumindest im Bunker beim Walter gefunden. Oh Gott. Im Bunker bei Walter gefunden. Nee, sah kurz aus, als wär's ein Soldat. Ja, ich sehe deine Hand. Ich habe verstanden, dass hier was in der Nähe ist. Was bleibt mir denn übrig? Ich kann ja nicht rumdrehen. Sind Soldaten, aber ich glaube, die sind nicht. Sind nicht böse oder sind halt schon eingefroren oder was auch immer. Was haben wir hier Schönes? Ah. Och, wie süß. Sie ist bestimmt die ganze Zeit der Böse. Allegria. Aber in welches? Oh oh. Das ist unser Opa. Können wir auch Laterne nehmen? Können wir leider nicht. Wir können nur unauffällig folgen. Red bitte nicht so mit Allegria. Glaub mir, so dumm ist die nicht, die kann sprechen. Aber vielleicht konnte sie es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich glaube nicht, dass da vorne Futter ist. Ich denke, die wird hier gerade hardcore verarscht. Huch. Und nu? Da vorne ist der alte Mann. Aber sie läuft zu ihm hin, oder? Nein. Läuft darauf, wo wir ihr Skelett gefunden haben. Opa, was habt ihr hier für Scheiße gemacht? Ja, warum nicht die Geist, ne? Ja, ich versuche den zu verarschen. Mist. Jetzt wissen wir, warum er so wütend ist. Aber was macht er? Wir waren alleine, glaube ich. Ich habe meinen Opa nicht mehr gesehen.
Ja, den Teufel zu verarschen ist aber auch ein bisschen doof. Aber wenn es nicht genau im Vertrag stand, dass es eine Menschenseele sein muss? Würde ich vielleicht nochmal zu einem Anwalt geben. So, okay. Allegria. Allegria. Io sto un cimal per tutto quello che mi ho dato a fare con te. Grazie, a te sono d'erce intera. O se crei c'è chatta ma pace. Malgrado che la faccio qui, sto se spindrando tanto di quella maledizione. Chatta, e desdrui il contratto ce l'ha sottoscritto. Magari c'è qua il rivocesce, tu qua ci discapita quella ja. Io spero che non si va sein, Puspenega. Tu ne spererasch in van. Sie ist wenigstens nicht nachtragend. Tiefer in die Höhle vordringen. Das ist lieb von dir. Gut, wir müssen Rota wahrscheinlich zum alten Mann und einmal den Vertrag. Ich denke fast verbrennen. Ich finde es trotzdem erstaunlich, wie viele Streichhölzer wir gefunden haben. Wo haben wir sie denn? Na gut, sind bloß noch 6 Stück. Okay, ich dachte, es sind mehr. Dann nehme ich alles zurück. Irgendwie ganz komische Sachen hier. Ich fühle mich so leicht beobachtet. Weiß auch nicht, woran das liegt. Ja, da wollten sie ihn wirklich verarschen und haben einfach die arme Allegria verkauft. Und dann scheint ja die Höhle hier irgendwie so halb eingestürzt zu sein. Seid ihr nett? Hallo? Können wir die Laterne wieder anmachen? Gut. Irgendwie auch ganz, ganz komisch aus. Irgendwas steht dort. Kann es noch nicht genau deuten, aber ich denke mal, da sollten wir hingehen. Darf ich hier durchs Wasser oder ist das irgendetwas Ätzendes? Bleibt bitte alle so ruhig stehen. Nicht auf einmal losspringen, ja? Platziere einen Gegenstand aus deinem Inventar. Was war denn das? Das Ding? Nö. Ah, auch kein Toilettenpapier. Schade. Eine Kerze oder so haben wir ja nicht mehr. Meine Laterne? Ah, okay. Leuchtet jetzt halt ein bisschen dahinter. Aber wir sehen dadurch eine Tür. Oder ist das... wir gucken mal, was das darstellen soll. Eingehen können wir nicht. Ja, okay. Ich fühle mich hier irgendwie nicht so sicher. Ich weiß auch nicht. Oh oh. Kriegen wir die Tür wieder auf. Ach, hier geht's noch eine Etage hoch. Lager. Was passiert hier? Jetzt sitzt jemand drin. Pieks? Irgendwas sollen wir ihm geben. Toilettenpapier vielleicht? Ich wüsste nicht was. Hier drin haben wir jetzt gerade nichts gefunden. Kaffee haben wir nicht. Pfeife rauchen. Oh, wirklich? Okay. Ich habe nicht verstanden, dass das unser Opa ist. Entschuldigung. Dann hätte ich es natürlich gleich gewusst mit der Pfeife. Geht ihm schlechter.
müssen ihn vom Fluch befreien. So, die Etage ist aber weg. Einzige, was wir noch machen können, ist hinsetzen. Ach nee, noch eine Etage nach oben. So, wir waren erst im Lager, jetzt sind wir in der Heizung. Müssen uns bestimmt wieder hinsetzen. Kann nicht aufstehen. Guten Tag. Hier ist eigentlich schon reserviert. Oh. Gott, wir verbrennen. Wir müssen hoch. Schnell ins Wasser. Na, zum Glück habe ich das so schnell kapiert. Kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Da ist der alte Mann. So, wir dürfen wieder raus. Also was hatten wir jetzt? Lager, Heizung, Empfang. Ich weiß nicht, ob wir uns das merken müssen. Deswegen wiederhole ich es lieber nochmal, dass es ein bisschen in meinem Kopf bleibt. Verwaltung. Da ist ein Bild von Florina. Verwaltungsbüro untersuchen. Naja, noch mehr Kaffee haben wir leider nicht. Was haben wir denn hier Schönes? Die Florina ist bestimmt seine Tochter. Kunque malec incendiari, aeu dau petta pagada a Florin, il rompa contract. Ma io sono un fils de la vanadat de quei artist. In Sicilia fe rivause la val. In descendenz del cugliun Florin, io se legrel den prendre den conoscerel. Ja, okay. Il pictur artist, kunque malec sono un fils in Sicilia. In descendenz del cugliun Florin, io se legrel den prendre den conoscerel. Ah, ich glaube, das sind die ganzen Skizzen von den Gegnern, kann das sein? Also das sah jetzt zumindest aus wie ein bisschen wie die Strohmänner. Und wir wissen ja, was gemalt wird, wird zu Leben erweckt. Würde mich jetzt zumindest daran erinnern. Hier komme ich nicht drauf. Aber das... Soll das... Das sieht aber auch nicht aus wie ein Imker, ne? Nicht wirklich. Okay, ich werde nicht schlauer draus. Qua è in contract con un'altra partita, wo qualche data segna in stuesen file drecht truquet per Florin camminata. Na gut, das sollten wir ja hinkriegen. Da unten ist sie. Aber ist nichts drin. File drecht truquet, ma il contract meunca. Gab's schon wieder eine auf den Hinterkopf. Unser armer Hinterkopf. Scheiße, wir sind gefangen. Aber in was? Liegen wir im Bett? Ah, Giovanni malt. Die as assassina umutat. Che vai scoprirmi il portretto o qui c'è il portretto mossa? Tio è snars. Io vengo a distruggere quel schmaladeo maletto del clavau in flommas. Allora posso fare prescia. Il collezionator è un grande interesse. Non è visto il splaccato in mia galleria da schlè? Serpentini con custaps gross. De co asti liberau quel canaglio? No, fate in su che ti dici, se ti discuori dal maestro. Mia babbo voleva venire sepolia con sia secret, da quest'lè.
Per cena tre ranuz la pussanza ce l'hai già co. Urgente manci in questa val, se in questa montagna. Asti su andau mai lentir temps? Son plein in vilges in te. Il maestro non mi medo. L'abilità e l'inspirazione d'avanzare in sia sanctuari il più interno. Ma non son quel che il suo ascia criticer. Forse è questo la provvidenza ci mom noi in questo lui, grazie a te. Alles klar, ich bin mal gespannt, was hier noch kommt und das werden wir dann aber in der nächsten Folge sehen. Wir nähern uns dem Ende, ich glaube jetzt wird es auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant. Morgen 12 Uhr geht's weiter, jetzt musste ich kurz überlegen, bei der nächsten Folge dann. Bis dahin, macht's gut.